Ja. Hallöchen, Puppelchen, ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ahead in Time. Super. Wollen wir hier weitermachen? Jo. Gucken wir mal. Ladebildschirm, 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 Ladebildschirm. Super duper. Wunderbar. So, lass mal alles soweit vorbereiten. So, das haben wir schon. Wie viele Zeitstücke haben wir denn insgesamt? Gibt es da eine Übersicht? 8. Und wir haben 338 Kohle. So. Beim Rennen schummeln können wir noch nicht machen. Okay, das bedeutet, wir sind hier eigentlich soweit fertig. Obwohl, weißt du was? Ich mach das mal statt der Mafias. Goldene Tresor, nieder mit dem Mafias-Fasskampf. Ich such das hier. Akt 7 haben wir ja schon, von daher alles gut. So. So, in der Höhle. So, mir fehlt noch ein Haken. Von daher, ich muss mal kurz gucken. Vor allem muss ich mal gucken, wo der Dingsbums ist. Der Time Rift müsste doch eigentlich... Aua, ups. Das hat der Kleinen wehgetan. So. die Höhle. Lass mich mal kurz überlegen. Die Höhle müsste meines Erachtens nach... Wir haben nur den Hexenhut. Okay. Okay, das ist von... Ja, wenn wir schon dabei sind, können wir eigentlich auch noch ein bisschen ein paar Kristalle hier sammeln. So, die Höhle ist meines Erachtens nach nicht hier. Die müsste eigentlich... War das hier richtig oder bin ich jetzt total falsch gelaufen? Ey! Ey, ihr Lümmel! Drecksack. Bitteschön, du bist frei. Oh, das gab ordentlich Kohle. Super. So, mit dem können wir nach oben. Brauche ich aber nicht. Bin mit der Leiter viel schneller. Ich finde es so goldig wie... Ups. Wie die Kleine hier diese Leitern hochkraxelt. So, lasst mich mal überlegen, wo könnte das sein? Ich bin mir... Ah ja, jetzt weiß ich wo. Ich weiß wo einigermaßen. Oh Mädchen, nee. na, wie heißt's? Oh, ich kann es nicht erklären. Ich kann es nicht erklären. Hier müsste das sein. Ich wollte sagen, bei den Wasserrutschen, genau. So, was haben wir denn hier? Du hast diesen Hut schon. Koch, verrückten Mischmasch. Super. Boah, da habe ich aber Glück gehabt, dass ich hier nochmal hochkraxeln konnte. Seafood ist best. Super. Mafia hat gesagt, Seafood ist gut. Lecker. So, nee, ich muss hier hoch. Also ich weiß nicht, ob ich hier hoch muss. Ich muss es nochmal muss mir das nochmal in Ruhe angucken. Bei den Zeitdrift-Dingern sieht man auch nicht so viel, ne?
Ich meine aber, das wäre in irgendeiner Höhle gewesen. Also von der Höhle gewesen. Die müsste... Wenn die nicht hier ist, wo ist die dann? Ich habe keine Ahnung, ob das der goldene Tresor war oder nicht. So. Kommen wir mal ein bisschen Mischmasch. Und haben nichts bekommen. Schade. So, da muss ich einfach mal auf die Suche gehen. Irgendwo muss da eine Höhle sein. Die Frage ist, wo ist diese Höhle, wenn die nicht hier ist, bei den Rutschen? Wo ist die dann? Okay, da ist noch was. Ah, ne, das ist nur ein Glitch. Boing! So, was hast du denn zu verkaufen? Nicht alles, was ich verkaufe, ist wertvoll. Ich verkaufe auch schreckliche Anstecker. Trotzdem kaufen sie die Leute. Erlaubt dir einen weiteren Anstecker anzustecken? Super, nehme ich. Ja, wegen dem DLC hat der manchmal Anstecker dran, die nicht so geil sind. Die braucht man aber auch nur... niemals wegen des Hechtsprungs an Wänden abprallen. Halte X gedrückt für eine Laserattacke. Oh, das nehme ich auch mal. Den Laserangriff, den habe ich bis jetzt noch nicht gebraucht. So. Nee, Kameramodus brauche ich nicht. Ich kann ja meine Screenshots so machen. So, auf jeden Fall bin ich mir... Ich gucke einfach mal hier unten. Ja. Oder? Ein Teil des Tresorcodes. Ja. Nee, irgendwie war das nicht das, was ich gedacht habe. Okay. Ich gucke einfach mal weiter. In der Hoffnung, dass ich doch vielleicht was finde. Ich möchte diesen Zeit... Ich habe ihn gefunden. Mafia sagt, halt die Augen auf für Tummel. Vielleicht passiert etwas. Ha, Mafia macht Witze. Nie passiert hier etwas Interessantes. Okay, den kann ich nicht. Schade, ich dachte, er spricht mit uns. Kiste Cook. Also die sehen alle relativ gleich aus und haben alle ordentlich nichts zu sagen. Mafia baut Laden noch auf. Nicht offen. Auch wenn offen, Kind nicht willkommen. Ey, das ist aber gemein. Du Lümmel. Komm, dafür gibt's... Okay, das hat ihm nicht interessiert. Schade. Na gut, dann erstmal hier hin. Supi. Zeitriss Bazar. Oje. Oje, da ist ja mal wieder... mal wieder ein schöner Mist, der mich hier um die... Ohren. Oh. Check. Oh, super. Checkpoint. Scheint aber wieder ein schöner Mist zu sein, der mir um die Ohren fliegt. Wow. Ich hätte nicht gedacht, dass er sich rumdreht. Ich wollte schon gucken, ob es da weitergeht oder ob... Hier muss man aufpassen. Ist nämlich die Cookies auf. Eiskalt. Die Cookies lösen sich voll schnell auf, finde ich. Aber das kriegen wir hin. So, hier muss ich aber richtig timen. Oh, super. Wunderbar. Hat geklappt. Das ging schnell. Schön. Eine neue Farbe. Nee, machen wir nochmal neu. Hut Flair. Nee, probieren wir es nochmal. Okay, da kann ich halt nichts machen. Ah, super. Kids Hut. Halte er und finde das Zeitstück. Du kannst jetzt das Aussehen dieses Items. Oh, super. Ist es jetzt ein seltener Sticker irgendwo aufgedacht? Finde ihn. Ja, wunderschön. Head in Time. Nyankusa Metro. Hm.
So, hier haben wir jetzt alles fertig, ne? Kapitel 1 Mafia-Stadt, das war's, okay. Super. Jetzt müssen wir das nächste machen, das ist hier. Gut, oh, die hat eine schöne, guck mal, die hat eine schöne Schleife jetzt am Hut. Das ist, was ist der normale Hut? Oh, super, ein Schleifchen. Super. Lass mich mal überlegen. Das braucht 4. Wir können eigentlich jetzt überall hin. Außer hier hin. Hier haben wir noch nicht genug. Da oben 25. 4 Geschenke. Das haben wir jetzt freigeräumt. Und jetzt haben wir die Lokomotive. Oh, super. Wir haben unseren ersten Schatz. Oh. Super. Du spürst in dem Raum eine Zeitverzerrung, aber das bildest du dir bestimmt nur ein. Okay, der hat jetzt irgendwas getriggert. Wir können unseren Staubsaugerroboter verprügeln, aber der geht... Mein Mainboard. Och, geil. Oh, das Circuit ist ja ein Stromkreis. Super. Yay, wie sie sich freut. Supi, dupi. Gut, jetzt können wir hier weitermachen. Dumm, du, 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 dumm, du, dumm. So, Hexenhut. Oh, das war gut. Das hat richtig Kohle gegeben. Wo die Kleine überall Geld versteckt. So, hier können wir weiter. Hier gibt es auch noch ein Zeitstück. Jo. Dann machen wir das doch mal. Time Rift. Searching. Passt eigentlich in die Folge. Dann würde ich, bevor wir jetzt... Oha. Komm schon, Mädchen. Schauen wir das, schauen wir das, schauen wir das. Ja. Lass mich raten, das ist genau... Oh. So, gab... Hey, wir werden hier richtig mit Geld verwöhnt, muss man sagen. Ah, okay. Das ist schon ein kleiner Frechdachs, ne? Aber wir haben sie lieb. Boah. Die macht ganz schön Krach, die Kleine. Oha. Ich hab wegen der Kamera jetzt... Oh, Kamera. Oh. Größter Feind des Spielers. Kamera. Oh, ekelhaft. So. So. Mit X können wir hier so einen Verfolgungssprung à la Sonic machen. À la Sonic machen. Oh. Das ist manchmal echt nicht einfach, Leute. Okay, gut. Ich dachte, da oben gäbe es noch was. Wieso? Och, Mann, ernsthaft? Oh, das war knapp, muss ich gestehen. Also knapp jetzt nicht im Sinne von irgendwie... Neuer Remix. Nehme ich mal. Ein neuer Musikmix wurde für Zeitrisse freigeschaltet. Oh, neu. Obwohl der eigentlich der Zeit, der Remix für den Zeitriss gefällt mir eigentlich so ganz gut. Hat was Entspannendes. Aber gut. Kann man nichts machen.
What? Oder wo war das? Wo ist denn hier jetzt einer eingebrochen? So. Nee, hier doch nicht. Ah nee, hier habe ich noch nicht genug. War das hier oder war das in der Küche? Ich bin nicht ganz sicher. Wir kriegen ja immer so ein bisschen, hier. Wir sind die Expressband. Wir sind Eulen, die Musik auf dem Zug zu schaffen das spielen. So weit bin ich schon noch gar nicht. Es ist okay, wenn wir wenig üben. Wenn du einen bestimmten Song haben möchtest, immer raus damit. Wir spielen gerne alles, was dir in den Sinn kommt. Dann möchtest du die Musik austauschen, die du im Kapitel hörst, oder willst du uns üben hören? Okay, hör gut zu. Hier kommt... Der hier kommt frisch vom Mond. Die Lazy Paw Gang weiß einfach, wie man gute Jazz macht. Oh, cool. Breakdance, oh yeah. Ah, cool. Gefällt mir. So, was haben wir denn hier? Ein 7-Stufen trikalkulierender Quantum-Harmonisierer. Es war sehr teuer, aber wer mag sich nicht mal hier und da was hier und da belohnen? Super. Ach ja, der VGS-1. Der schnellste, komplizierteste Supercomputer, der jemals gebaut wurde. Möchtest du ihn starten? Jo! Du startest ihn, eine Computerwelt wartet auf dich. Hallo, Benutzer, undefinierter User. Willkommen zu Ihrem Computererlebnis. Öffne Programm, Spaß, ja. Öffne Programm, Spiele, ja. Sie haben ein das textbasierende Unterhaltungsprogramm ausgewählt. Öffne Programm, ja. Sie haben ja ausgewählt. Ich werde ein Spiel von meiner unzähligen Sammlung des unendlich nicht visuellen Spaß auswählen. Ich habe ausgewählt Corgi Quest 7, die Leinen, die binden. Du bist ein Corgi. Dein Name ist Al Allen. Du musst einen Weg finden, die Leiche, die dich aus diesem schrecklichen Ort, festhält, zu zerreißen. Ausgänge sind im Norden, Osten und Süden. Gehen wir mal nach Norden. Du gehst nach Norden. Dort ist ein Tiger. Ausgänge sind im Süden und empfehlenswert. Komm, wir bellen mal. Du bellst. Es ist sehr laut und gut. Der Tiger ist geschockt und richte dich übel zu. Nochmal versuchen. Nein. Komm, lass gut sein. Internet. Öffne Programm. Suchen. Sie haben das Suchprogramm ausgewählt. Stichwort eingeben. Also, für die Freunde von Dingsbums, wenn wir das jetzt suchen, gibt es ein kleines Achievement. Null Ergebnisse gefunden für Porn. Ihr Suchverlauf wurde zur Überprüfung an den Bundesstaat geschickt. Suchprogramm wird geschlossen. Öffne Programm. Ja, es gibt da so ein Achievement, das habe ich schon. Und zwar heißt das Achievement Y. Weil man sagt ja immer so schön, Internet ist für Porn. Und wenn man das da sucht, kriegt man halt dieses Steam Achievement. So, hier kann man nicht raus. So, wollen wir mal. Ich guck mal, was die Uhrzeit sagt. Ach, weißt du was, wir gucken uns noch ein bisschen an und dann machen wir im nächsten Time Rift Detected, genau, wegen diesem Schatz. Super. Kommt aber später. Ich will mich hier erst noch mal ein bisschen umgucken. Das ist dein allerneuestes, besser als die besten Audiogerät. Ohne das könntest du nicht deine Lieblingsradiosender hören, wie Unterhaltungen am Tisch, Tschüsschen, Sonnenscheinstadt oder zwei Brüder und dann auch noch ein weiterer dritter Bruder, ich. Alles klar. Alter, die Kleine hat's echt krass hier drauf. Also es ist der Maschinenraum, ne? Also hier geht echt die Luzi. Dieser Hebel ändert bis auf die Helligkeit des Panels ganz und gar nichts. Er steckt auf eigentlich wirklich hell fest. Okay. Jo, das ist der Computer. Es ist ein Bücherregal. Man nennt es auch coole Wörterort. Oder etwas, was du nicht mal selbst füllen kannst. Was?
Das ist, ich fange nur mal an. Es ist ein Bücherregal. Man nennt es auch cooler Wörterort oder etwas, was du nicht selbst füllen kannst, Steven. Du wirst nie einen Publisher finden und während du studiert hast, hättest du besser Zeit mit deinen Kindern verbringen sollen. Je nachdem, wo man herkommt. Oh, cooler Gag. Was haben wir hier? Okay, das haben wir ja schon. Quantumharmonisierer. Nee, den haben wir ja schon. Jo, weißt du was, dann mache ich die Part vielleicht mal ein bisschen kürzer. Dafür den nächsten Part ein bisschen länger. Warum eigentlich nicht? Ihr macht's gut, Leute. Wir sehen uns. Und beim nächsten Part geht's weiter in dem nächsten Akt. Ne? Also dann. Ja, macht's gut. Ciao. Tschüssikowski.